Im Jahr 1957 tat die USA etwas unfassbar Verstörendes. Und diese verstörende Tat filmten sie auch noch und zeigten sie im Fernsehen dem ganzen Land. Sie zeigten und zeichneten auf, wie eine Atombombe bzw. eine Rakete mit einem nuklearen Sprengkopf auf 5 Männer geschossen wurde. Was genau hier passiert ist, warum dies getan wurde und was aus den Männern wurde, möchte ich euch heute in diesem Video einmal genau erklären. Dies ist die Geschichte, als die Amerikaner 5 Menschen genukt haben. Damit wir verstehen können, was genau hier passiert ist, müssen wir einmal in das Jahr 1957 zurückreisen. Seit nun einigen Jahren, insgesamt 12 Jahren, war der Zweite Weltkrieg vorbei gewesen. Man befand sich mitten im Kalten Krieg zwischen eben der USA, dem Westen und der Sowjetunion. Und damals gab es eine panische Angst vor Atombomben. Spätestens gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Atombomben auf Japan niedergelassen wurden, bemerkte die Welt, was für eine unfassbare Zerstörungskraft diese Waffe denn hatte. Und da man wusste, dass sowohl die Sowjetunion Atombomben besaß, als auch die USA, gab es dauerhaft eine Angst, dass diese beiden Mächte in einen Konflikt miteinander gehen und dann anfangen eben, Atombomben aufeinander zu werfen und damit alles dem Erdboden gleich machen, die Menschheit vernichten und dafür sorgen, dass es kein Leben mehr gibt. Und in den USA gab es eine gigantische Angst davor, dass die Sowjetunion irgendwann einfach einen Erstschlag machen könnte. Dass sie ohne jegliche Vorwarnung einfach eine Atombombe in das Land bringen. Das Problem hierbei war allerdings eine Sache gewesen. Man hatte am Anfang nur Angst gehabt vor der Atombombe selbst. Sprich eine Bombe, die in ein Flugzeug geladen werden musste. Und dieses Flugzeug flog dann eben über die USA und ließ die Bombe fallen. Das bedeutet, wenn man dieses Flugzeug rechtzeitig bemerkt hätte, könnte man es zum Beispiel über dem Ozean zerstören und die Atombombe würde nicht auf das Land, auf die Menschen fallen. Doch als die Technik der Atombombe immer weiter fortgeführt wurde und als sie dann eben auch mit Raketen anfing zu experimentieren, wurde die Gefahr eine ganz andere. Denn diese Atombomben, diese nuklearen Sprengköpfe, mussten nicht mehr in schwerfälligen Bomben transportiert werden, sondern waren in kleinen Sprengköpfen an der Spitze von Raketen angebracht. Und diese Raketen konnten binnen kürzester Zeit gigantische Strecken zurücklegen. Das bedeutet, es wäre möglich gewesen, für die Sowjetunion eine Rakete mit einem nuklearen Sprengkopf in die USA zu schicken und sie dort detonieren zu lassen. So eine Rakete aufzuhalten, ist allerdings viel, viel schwieriger als ein Flugzeug aufzuhalten. Und deswegen musste man einen Weg finden, dies zu schaffen. Und man hatte eine besondere Idee gefunden. Und diese Idee war gewesen, dass man selber nukleare Raketen entwickelt, die andere nukleare Raketen abfangen sollten. Stellt euch zum Beispiel vor, es kommt eine nukleare Rakete der Sowjetunion auf die USA zugeflogen, dann würde die USA ihre eigenen nuklearen Raketen abfeuern, um die anderen damit zu zerstören und dafür zu sorgen, dass es in der Luft viele, viele, viele Kilometer von der Erde entfernt zu einer Detonation kommt und somit würden die Leute hoffentlich sicher bleiben. Man muss dabei natürlich sagen, dass so eine Atombombe eine gigantische Sprengkraft hat und es natürlich zu einer nuklearen Verseuchung kommt. Auch wenn eine Atombombe über einem selbst im Himmel explodiert, dann wird trotzdem radioaktive Strahlung freigesetzt, die selbstverständlich einerseits mit dem Wind getragen wird, aber auch vom Himmel langsam auf die Erde runterkommt. Das bedeutet, nur weil man oben etwas zerstört, heißt das nicht, dass es auf einmal weg ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Amerikaner waren nun also überzeugt, beziehungsweise das Militär war überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, den sie gehen müssten. Auf diese Weise könnten sie das Land schützen. Aber sie ahnten eine besondere Sache. Und zwar, dass die Bevölkerung niemals akzeptieren würde, dass man nukleare Raketen mit nuklearen Raketen über den eigenen Köpfen zerstört. Weil es klingt ja letztendlich so, als ob man einfach nur 2 Atombomben nutzt, als dass nur eine dort wäre. Um den Leuten also diese Sorge zu nehmen, planten die Amerikaner ein besonderes Experiment, welches allerdings auch nicht sonderlich gut geplant gewesen ist, beziehungsweise bei welchem es unfassbar viele Fehlkalkulationen gab. Bei diesem Experiment sollte Folgendes passieren.
Es sollten einige Freiwillige sich finden und sich dann eben in einer Wüste bei Ground Zero, wie sie es nannten, versammeln. Und dann würde auf diese 5 Menschen, die ausgewählt werden bzw. sich freiwillig melden, eine nukleare Rakete abgefeuert. Diese nukleare Rakete sollte dann direkt über deren Köpfen sein, wenn sie detoniert. Der Sinn war also gewesen, dass man eine Rakete auf sie abfeuert, aber diese Rakete dann gleichermaßen abfängt, damit es eben über den Leuten zur Explosion kommt. Sprich, so wie man es auch machen würde, wenn von der Sowjetunion eine Rakete ankommen würde. Und man schaffte es tatsächlich relativ schnell, einige Freiwillige zu finden. Und zwar waren dies ebenfalls Leute vom Militär gewesen. Unterschiedlichste Generäle erklärten sich bereit, dass sie eben der Bevölkerung Vertrauen geben wollten. Sie waren absolut bereit, sich dort zu versammeln und abzuwarten, wenn das Experiment durchgeführt wird. Und im Juli 1957 kam es dann tatsächlich dazu. Diese Männer versammelten sich dort, wurden gefilmt und stellten ein besonderes Schild auf. Auf diesem Schild stand geschrieben Ground Zero, Einwohnerzahl 5. Sie waren an diesem Ground Zero. Sie waren die Einwohner, die dort standen. Diese 5 Männer standen an dem ausgewählten Ort eng beieinander, dicht an dicht, quasi Schulter an Schulter, und einer hatte ein Mikro und eine Sonnenbrille, damit er sich das Ganze angucken konnte und beschreiben konnte, was passierte. Und dann ging es los. Eine nukleare Rakete wurde abgefeuert und wurde mit einer anderen exakt über deren Köpfen, 5 Kilometer in der Höhe, detoniert. Das Video selbst ist auf YouTube zu finden, ich habe es euch auch einmal verlinkt und ihr seht ja auch Bilder aus diesem Video. Es ist unfassbar mit anzusehen. Diese Männer stehen da und auf einmal gibt es einen grellen Lichtblitz. Dies war der Moment, als eben die Bombe explodierte. Man kann bei all diesen 5 Männern, die ja volles Vertrauen das Experiment gehabt haben, sehen, wie sie zusammenzucken, wie sie ängstlich zurückzucken, beinahe so, als wollten sie flüchten. Die eine Person, die eine Sonnenbrille hat, beschrieb, was sie sah. Eine gigantische Explosion im Himmel. Der Himmel rund um diese Explosion wurde angeblich schwarz und er konnte sehen, wie die Luft um sie herum brannte. Er beschrieb genauestens, was er dort mit ansah, was er mitkriegte, als man auf einmal, einige Sekunden später, einen lauten Knall hören konnte. Dies war eben die Explosion selbst, die Druckwelle, die länger brauchte, um zum Boden zu wandern, als das Licht selbst, weil Licht schneller reißt, als eben so eine Schallwelle reißt. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo diese Druckwelle ankam, sieht man, wie all diese Männer richtig stark zusammenzucken. Der Mann mit dem Mikrofon sagt selbst, dass es sich angefühlt hat, als würde der Boden unter einem nicht nur beben, sondern tatsächlich vibrieren. 30 Sekunden standen sie dort unten und warteten einfach nur ab, sahen sich das Ganze an, bevor das Experiment für beendet erklärt wurde. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Sie hatten ihr Experiment erfolgreich durchgeführt. Sie hatten überlebt, die Atombombe ist über ihnen explodiert und sie waren immer noch am Leben. Man muss an dieser Stelle aber sagen, dass dieses Experiment sehr gefährlich gewesen ist. Denn wie vorhin erwähnt, verschwindet so eine radioaktive Strahlung nicht einfach so. Wären die Männer etwas länger dort geblieben, dann hätten sie höchstwahrscheinlich schwere radioaktive Erkrankungen kriegen können. Sie hätten dann wahrscheinlich eine zu hohe radioaktive Belastung in ihren Körpern gehabt. Wir haben keine genauesten Testergebnisse, ob sie nach diesem Experiment tatsächlich radioaktiv verstrahlt waren. Das Einzige, was wir vermuten können oder wovon wir schließen können, ist, wenn wir uns angucken, wie alt diese Männer wurden. Und zu all diesen Männern ist das Todesdatum, das Jahr, bekannt gegeben und sie alle lebten ein sehr langes Leben. Sie wurden nicht krank, bekamen nicht auf einmal wenige Monate oder Jahre nach diesem Experiment Krebs. Manche von ihnen wurden sogar über 90 Jahre alt. Einer von ihnen starb erst im Jahr 2014, also noch gar nicht so lange her. Sie hatten dieses Experiment überlebt und weil sie wahrscheinlich möglichst schnell aus dieser Region verschwunden sind, die danach höchstwahrscheinlich radioaktiv verseucht wurde von eben dieser Strahlung, die langsam niederkam, und genau aus diesem Grund schafften sie es unbeschadet, das Ganze zu überleben. Ob sie wirklich geschafft haben, die Bevölkerung zu überzeugen, dass dies der beste Weg war, kann man nicht sagen. Denn glücklicherweise, wie wir alle wissen, kam es nie zu einem Angriff der Sowjetunion auf die USA. Es wurde nie eine Atomrakete auf die USA gefeuert und deswegen musste auch niemals eine abgefangen werden.
Bis heute gibt es aber extrem viele Kritiker, die sagten, dass nicht nur einige Rechenfehler entstanden sind, dass man also quasi die Strahlungsmenge falsch eingeschätzt hatte, sondern dass dieses Experiment auch sonst hochgefährlich für diese Männer war. Denn wenn das Abfangen nicht richtig funktioniert hätte und man die Rakete irgendwie später anders nochmal abgefangen hätte, dann wäre die Explosion, die Druckwelle, die Strahlung wahrscheinlich extrem gefährlich, wenn nicht sogar tödlich gewesen. Diese 5 Männer taten es für die Bevölkerung, um den Menschen die Angst zu nehmen, und dabei begaben sie sich selbst in eine unfassbar große Gefahr. Ich wollte euch unbedingt mal von diesem Vorfall erzählen, als die USA tatsächlich unterschiedlichste Generäle versucht hat zu nuken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was ich mache. Bis dann aber. Tschüss.